Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Outland. Siehst du mal, hier müsste ich rot sein. Komme ich leider nicht runter. Oh. Die brauchen vier Schläge. Guck mal. Neue, stärkere Gegner. Und ich habe mich ein bisschen drauf eingestimmt und bin mehr konzentriert als letztes Mal. Ups. Sprach er und drückte die falsche Taste. So kann's gehen. Nun denn. Kriege ich den jetzt eigentlich? Ja. Hey, das funktioniert. Ich bin ja das so ein bisschen am Ausprobieren, ne? Wow, 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 wow. Wo muss ich hier... Oh mein Gott. Dankeschön, ich habe volles Leben. Sehr gut. Moment. Nicht das Gold nach unten schmeißen. Ich hätte es ja gern noch. Kann ich hier irgendwas... Nee, ich triggere... Verdammt. Zu viel rumgespielt. Mann, Mann, Mann. Konzentrieren. Konzentrieren. So. Ja, ja, konzentrieren. Ich konzentriere mich, aber nur manchmal eben nicht auf die richtigen Dinge, sondern zum Beispiel aufs Rumspielen. App. Was hältst du davon aus? Das macht zwei. Ah, ja. Das macht tatsächlich zwei Schläge. Wow. Das war knapp. Okay, ah, das ist auch interessant. Wenn ich im Lauf schlage, im Laufen schlage, dann geht der Schlag nicht ganz so weit, wie wenn ich... Wie wenn ich anhalte und an derselben Stelle nochmal schlage. Das ist ja auch ein bisschen gemein. Immerhin macht dieses Aufstompen Flächenschaden. Ja. Das heißt, wenn da mehrere Gegner nebeneinander sind, dann kriege ich die beide. Oder alle drei? So, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin da ganz oben in der Mitte, okay. Da komme ich doch hoch, oder? Ja, komm, das war ja... Also komm, das war ja kein gutes Versteck. Das war ja kein gutes Versteck. Was haben wir hier oben? Nichts. Das Fiese ist ja, wenn ich runterfalle auf den Gegner drauf, dann ist es nicht wie bei Mario, dass ich dann dem Gegner Schaden mache, sondern ich krieg Schaden. Es sei denn natürlich, ich stompe mich hier runter. So. Und wenn ich da einen Gegner treffe, dann mache ich dem Schaden. Bin ich gut. Yay, ein Lebensupgrade für 30.000. Nehme ich gerne. Ich habe ja 70.000. Und das nächste, wie es aussieht, für 40.000 könnte ich mir auch gleich kaufen. Vielleicht übertreibe ich es ein bisschen mit dem Geld, ich weiß es nicht. Aber... Nix da. Nee, was? Der bleibt davon unberührt, wenn ich ihn nach oben schlagen will. Wie gemein. Da ist noch eine Sackgasse. Die würde ich gerne nochmal erkunden. Hep und hep. Gut, hoch komme ich leider nicht, weil ich nicht rot bin. So. Zwei Herzen. Na komm. Moment, wie war das gerade? Ich habe so viel Geld. Ich habe mehr Geld, als ich brauche. Ach ja, komm. Zerstöre ich halt mal ein Herz. Huiuiuiuiui. Erstmal speichern. Wo muss ich denn hin? Ich muss da einfach weiter. Das kriege ich leider nicht mehr. Was soll's. Aber das kriege ich. So, ist da oben denn irgendwas? Warte mal. Oder gibt es da nur eins? Ne, das sind schon mehrere. Oder ist das nur dafür gedacht, dass ich da wieder hochkomme? Gibt es in dieser Kaverne irgendwas da oben noch, außer den Ausgang? Nein. Na, siehst du? Auf den wäre ich gerade fast raufgefallen, hätte Schaden gekriegt. Habe aber im letzten Moment dann noch... hier nach unten meinen Move ausgeführt und habe damit dann den Schaden vermieden. Schnell durch! Ah. Die sind ja fies, dass ich die nicht mehr beeinflussen kann mit meinem Schlagen. Da muss ich mir was Neues überlegen, ne?
Ah! Mal weg da! So, wie mache ich die denn? Ich könnte einmal... Okay, wenn die zuschlagen, dann sind die kurz festgefroren, wie es aussieht. Vielleicht kann ich ja das benutzen, indem ich sie quasi einmal auf mich draufhauen lasse, dann drüber springe und sie von hinten angreife. Könnte funktionieren. Kommst du her? Kommst du her? Tust du nicht? Okay, du kommst nicht her. Jetzt kommst du her. Sehr gut. Ah, nicht! Nicht in dem Moment schlagen, schießen. Ist ja gemein. Andererseits, ich hol hier rum. Was soll's? Ich wollte mich mehr konzentrieren. Ich wollte besser spielen. Selber schuld. Mach halt. Ich sollte machen, was ich versprochen habe. Statt hier rumzuheulen, wie stark die Gegner sind. Wow, das war knapp. Ist das das vom Anfang? Nein, nicht ganz. Guck mal, Bruchrechnen. 0 durch... was ist das? Keine Ahnung. Aber ich würde mal sagen, das Ergebnis ist 0. Wenn ihr 0 durch irgendwas teilt, dann kommt da 0 raus. Es sei denn, der Nenner ist auch 0, natürlich. There is balance in all things. Light and darkness helped make the world, and their touch is present in everything. One cannot use only the light without denying half of all that is. And so the hero learned to accept the power of darkness, which was not evil, for there is evil in the brightness of the noonday sun. And to use it as a shield against Moon's own creations. Schön, das gefällt mir. Ich lerne so langsam alle möglichen Fähigkeiten hier. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch die Einführung hier und man lernt erst quasi alles mal kennen, bevor man es dann auch benutzen muss. So, ich laufe mir jetzt eine Weile rot durch die Gegend, einfach nur weil ich es kann. Da oben war, glaube ich, auch noch mir. Ach, aber ich komme jetzt eh wieder zurück, so wie es aussieht. So. Ach so, richtig. Ah, jetzt ist ja blauböse. Stimmt. Rot kann mir jetzt ja gar nichts mehr. Solange ich hier bin. Hey. Wie, der fällt da durch, abhängig von meiner Farbe. Das ist aber nicht so gut gemacht. Das finde ich ja jetzt nicht so gut. Was gibt's hier oben? Einen Gegner. Und noch einen Gegner. Und noch mehr Gegner. Und noch mehr Gegner. Autsch. Das war zu spät beim zweiten. Ist das alles hier oben? Sieht so aus, ja. So. Ach, guck mal, wenn ich hier blau bin, fährt das sogar hoch. Das ist ja nett. Freundlich. Hör mir auf zu schießen, blaues Teil. Da kann ich nämlich hier durch. Und den wiederum kriege ich nur, wenn ich blau bin. Ich zeig das mal hier. Den kann ich genau gar nichts, solange ich rot bin. Komm, hau mich. Okay, zweimal draufhauen, ihn mich hauen lassen und dann hinten dran. Komm ich da irgendwie hoch? Sieht nicht so aus. Hierfür muss ich dann... Ach genau, hierfür muss ich rot sein. Wenn ich blau bin, geht's wieder runter. Ach, das ist ja cool. Das gefällt mir. Finde ich schön. Ach, jetzt bin ich wieder am Anfang. Guck mal. Ich könnte jetzt wieder zurückgehen, aber guck mal, da oben ist so ein geheimer Raum direkt über mir. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Und wenn ich... Ich glaube, wenn ich zurückgehe oder wenn ich zurückkomme, dann sind die ganzen Gegner wieder da.
Und es geht ja auch deutlich schneller, weil ich mich jetzt einfach hier rot machen kann. Und dann können die mir alle nichts. So, der geheime Raum ist da über mir, rechts oben. Wie komme ich da hin? Vielleicht da oben rein? Hast du hier so? Nein, das funktioniert nicht. Ups. Genau, also wie gesagt, wenn ich jetzt halt hier rausgehe und später wieder komme mit der Idee, hier alles wieder zu machen, dann sind halt die ganzen Viecher wieder da, die ganzen Biester. Und dadurch wird es halt auch nicht einfacher. Ah, ich glaube, damit habe ich endlich eine Möglichkeit gefunden, einen Sprung im Flug abzubrechen und senkrecht nach unten zu fallen. Also fallen in Anführungszeichen. Aber das ist gut. Das ist gut. Und ich bin hier derzeit tatsächlich rot, weil mir rot einfach gerade nichts anhaben kann. So, ich würde gerne hier nach rechts durch. Wie komme ich da hin, bitte? Geht wohl nicht, hä? Huh? Keine Ahnung. Wohl nicht. Da oben ist irgendwas. Ach ja, richtig. Ne, da war ich schon. Da war der Kopf. Ich wollte irgendwo anders hin. Ich glaube, es war links drüben. Irgendwo links oben in der Ecke. War, glaube ich, irgendwas, wo ich... War das nicht hier? Ah, noch ein Stück weiter. Genau, hier müsste das dann gewesen sein. Wo ich nur hinkomme, wenn ich rot bin. Siehst du mal. Und da ist noch ein Herz. Das schnappe ich mir noch eben. Hep. Nö, klappt nicht. Wo führt das denn hin? Da komme ich nicht rein. Siehst du? Den blauen mache ich Schaden. Aber dem roten kann ich halt nichts. Dafür kann das rote mir was ich ziemlich fies finde, ehrlich gesagt. Ich finde, das sollte symmetrisch sein. Dass die Gegner in meiner Farbe mir auch nichts anhaben können. Oder zumindest deutlich weniger, nur ein halbes Herz oder so. Nun denn, ich glaube, ich bin hier durch. Der Vollständigkeit halber würde ich hier nochmal nach unten fallen und schauen, ob es hier nicht doch irgendwas gab für den roten, was ich übersehen habe. Potenziell würde ich nämlich sagen, ja, sowas übersehe ich gerne. Oder vergiss es gerne. Bin ich da hoch? Nö. Bin ich da runter? Nö. So knapp, so knapp. Immerhin muss ich hier jetzt nichts mehr befürchten. Oh, das ist so angenehm, wenn man einfach die Farbe wechseln kann. Ne, da oben war ich, ne? Genau, da ging es zu der Maschine hin, die mich rot gemacht hat. Ach, komm schon, was? Was? Ich habe zweimal gewechselt. Das war jetzt aber nicht so geplant. Das war nicht so gewollt. Ups. Okay, hier muss ich mich hochziehen und hier im Sprung wechseln. Okay. Zwei verschiedene Techniken. Nun denn. Habe ich es geschafft? Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich gehe jetzt zurück in den vorherigen Level. Und schau mal, was ich dort als Roter alles tun kann. Ich glaube, es gibt einiges, was ich bisher noch nicht tun konnte, weil ich nicht rot war. Aber jetzt sind hier, was ich meinte, die ganzen Gegner sind halt wieder da. So, war das? Ne, da oben brauche ich den Launch-Skill. Da brauche ich gar nicht erst hin. Da bringt mir Rotzei nichts. Nein. Wo hätte ich denn... Ah, das ist gemein. Blindjump. Gab's da links irgendwas? Nein, da gab's nichts. Da war nur Geld. Na, das will ich dann auch noch. Nee, aber hier gibt's scheinbar echt nichts, wo ich mit Rot irgendwie war. Ach doch, tatsächlich. Tatsächlich. Das hier. Da war ja was. Ganz am Anfang, genau. So, was gibt's denn hier? Ah, hier ist ein weiterer Level, okay. Und da ist noch ein bisschen Geld. Gut.
Dann würde ich doch mal sagen, in diesen Level gehen wir nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Auf Wiedersehen.